willkommen zu einem Short Review Review mit Pickups. Es gibt Neues in der Sammlung und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Als erstes kommt auch gleich ein Einspieler, denn als ich meine Transformers G1 Sammlung, die Sammlung meiner Kindheit, ausgepackt habe, klingelte es an der Haustür. Und was der Postbote mir gebracht hat, seht ihr jetzt. So, ich habe Post bekommen. Etwas Neues für die Sammlung. Und das machen wir auf. Ich habe es von eBay Kleinanzeigen für einen echt guten Kurs gekauft. Habe jetzt 11 Euro etwas bezahlt wegen dem Versand, weil ich wollte einen guten Versand haben. Weil, ihr seht es gleich. Man hätte das mir sonst als... Oh, sieht man die kleinen Klebereste. Man hätte es mir sonst als Warensendung verschickt, aber das wollte ich nicht, weil das Blister kaputt gehen kann. Und ja, da habe ich ein Earthrise War for Cybertron Micromaster Set. So, ist kein Spielzeug, no toy. Ein Aufkleber von Action 24. Nicht schlecht, aber solche Aufkleber gehören nicht auf einem Sammlerstück. Ey, das gehört sich einfach nicht. Egal, ob es eine Firma ist, das ist jetzt sogar ein Online-Händler, der dann seinen eigenen Aufkleber aufgeklebt hat, mitten auf dem anderen Aufkleber. Jetzt muss ich den runter machen. Eigentlich ist das sehr schade. Ich habe es jetzt nicht von dem, ich habe es auf einem Privathändler. Actionfiguren24.de ist eine sehr gute Seite. Ich finde auch sehr tolle Figuren dort und auch zu vernünftigen Preisen. Aber hallo, was soll so ein Aufkleber drauf, bitte? Er ist mal an einer Stelle, die absolut keine Rolle spielt, aber nein. Okay, kommen wir zurück zu den Figuren. Das sind auch neue Auflagen von zwei Micromastern. Sehr schick, einfach toll. So, das war da drin. Als erstes, ihr seht, der Tisch ist diesmal leer. Ich habe diesmal keine Deko aufgebaut, denn die wird gleich voll, die Wand. Als erstes aber was Kleines. Und zwar mein Bruder, der sammelt viel Lego und hat sich eine ganze Menge interessanter Sachen gekauft. Fange ich an mit der Looney Tunes Reihe. Das ist so eine kleine Figurenreihe. Ihr seht hier schon welche aufgebaut. Und ich zeige euch die einfach mal, die Figuren, die er bekommen hat, mit den ersten Tüten, die er sich gekauft hat. Auch sehr, sehr schick von Lego gemacht. Ich glaube, das ist Woody Woodpecker. Hier haben wir Daffy Duck. Na, in die Kamera muss ich halten. Ja, Daffy Duck, richtig cool. So, und dann zwei weitere. Einmal hier den Marsianer. Ich bin nicht so vertraut mit Looney Tunes, deswegen habe ich nicht so die Namen drauf. Speedy Gonzales, ja, die schnellste Maus von Mexiko, die kenne ich auch noch. So, hier haben wir Sylvester und Tweety. Auch sehr, sehr cool gemacht. Der tasmanische Teufel. Im Gegensatz hat er eine andere Platte. Er steht nicht mal richtig, weil er kann sich drehen. Funktioniert natürlich nicht richtig. So, und hier haben wir noch Bugs Bunny und Lola, glaube ich, heißt sie. Die tauchte auch jetzt im Space Jam Film auf. Sehr, sehr cool. So, weiter geht's. Ich fange gleich an. Riesen Lego. Ein R2-D2 aus der großen Collection-Reihe. Sehr, sehr cool. Also echt, echt cool gemacht. Ganz großer R2-D2. Das ist die zweite Auflage. Es gab noch eine bereits, aber diese hier ist neu. Unten kann man jetzt den dritten Fuß von R2-D2 einfahren. Dann, ich hoffe, das kann man sehen, hinten ist ein Laserschwert von Luke Skywalker aus Episode 6, Rückkehr der Jedi-Ritter, wo er es abgeschossen hat. Der kleine Teleskop oder Periskoparm oben am Kopf, außerdem so ein paar Funktionen. Sieht echt, echt cool aus. So, der nimmt auch den meisten Platz wahrscheinlich hier ein, aber kann man komplett sehen. Wahnsinn. Mit Lego geht es auch gleich weiter. Als Bonus, weil mein Bruder das beim Lego Store bestellt hat, bei Lego selbst, gab es dieses tolle Tatooine Mini Set. Echt cool.
Nochmal ein anderes Bild. Echt schick. Kann man. Ja, von Star Wars kann man nie genug haben. So. Aber jetzt wechsle ich mal. Das ist nicht Star Wars, obwohl gleich wieder Star Wars Lego kommt. Batman. Das vom klassischen. Ja, ich sag mal Krach, Boom, Bang, Batman. Auch hier sehr, sehr schick. Ist noch nicht gebaut, wie ihr seht. Wird aber noch. Da ist mein Bruder sehr eigen. Der baut die sehr, sehr gerne. Und weiter geht's auch gleich mit dem nächsten Lego. Das ist jetzt sogar leer. Das ist der Probe Droid. Auch eine sehr schöne Figur. Das wird gerade gebaut. Deswegen werde ich euch jetzt auch hier gleich Videos einblenden. Nein, ich blende euch Bilder ein zu diesem Probe Droid. Der sieht auch echt cool aus. Hier trotzdem nochmal die Rückseite. So, und jetzt kommen ein paar Bilder. Die nächste Lego-Figur ist über Kopf ein Helm. Auch eine coole Serie. Es gab mehrere Helme von Star Wars und hier von dem Scout. Super genial. Ist noch nicht gebaut. Wenn ihr fertige Bilder, werdet ihr später auch bei mir auf dem Instagram-Kanal finden. Link blende ich auch ein, beziehungsweise findet ihr in der Beschreibung, in der Videobeschreibung. Also Link blende ich nicht ein. Ist in der Videobeschreibung, das reicht völlig. Da zeige ich viele Stücke aus der Sammlung von mir und meinem Bruder. Wie gesagt, Lego ist jetzt das, was mein Bruder gerne baut und sammelt. Ja, und es sind schöne Stücke und die wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. So. Und wie ich gefragt hatte beim letzten Mal, wo ich ziemlich viel nur Transformers gezeigt habe, es kommt auch noch Transformers, soll ich euch alles zeigen? Ich soll einfach alles zeigen, was gerade neu ist. Egal, was es ist. Deswegen habe ich mit Lego angefangen. Und ich habe noch ein weiteres Stück und das ist wirklich richtig geil. Es gibt auch Darth Vaders Helm und Darth Vader, der geht doch immer. Die coolste Sau von Star Wars und der einfach kultig. Wahnsinn. Komm, passt oben drauf. Oh, nicht umfallen. Es wird voll hier. Ihr seht schon, kaum habe ich jetzt angefangen, ist da eine Deko. Und ich muss jetzt mal die Figuren nach vorne schieben, weil sonst passt da nicht mehr rauf. So, weiter geht's. Was habe ich denn noch? Fangen wir mit Filmen an. Ich habe ein paar Filme. Shadow in the Cloud. Ein Independent-Film, aber sehr, sehr gut gemacht. Mit Chloe Grace Morris. Richtig toll gespielt. Ist jetzt, wie gesagt, ein Independent-Film. Dadurch auch ein bisschen mehr ein Charakter-Movie. Aber sehr, sehr gut gemacht. Sehr gut, großartig gespielt. Kann ich nur empfehlen. Hat sehr viel Spaß gemacht. So, dann gab es ein paar Grabbeltisch-Filme. Beziehungsweise, die waren im Endeffekt ein Bundle Wie ist das so bei uns, bei Müller? Da gibt es 5 für 20. 5 Filme hat mein Bruder sich ausgesucht. Das sind davon 3 sogar Animes. Je 5 Euro, also 3 für 5 für 20. Jetzt kann man sich ausrechnen. 5 durch 20 Euro. Das sind 3,50 Euro. Da kann man nicht Nein sagen. Und den Klassiker mit Jean-Claude Van Damme, Street Fighter, der musste auch mal Blu-ray sein. Ist zwar ein bisschen trashig, der Film, aber er ist einfach, hat einen Kultfaktor mittlerweile. So, und dann kamen jetzt hier so ein paar Animes, interessanterweise auch von KSM, Samurai Warriors im Schuber. Wie gesagt, wenn man rechnet 3,50 Euro, da kannst du nichts sagen gegen, das ist einfach so. Dann noch eine zweite CD und hier seht ihr auch noch den Aufkleber drauf von Müller mit 2x Tales of Symphonia. Wie gesagt, die 3,50 Euro ist hier neu, die haben mal weit über 20 Euro gekostet, da kannst du echt nichts gegen sagen. So, das sind schon mal Filme. Mache ich weiter mit Mangas. Ja, ihr wolltet die alles sehen. Ich habe mir Killing Bites 14, muss es sein, gekauft. Ist noch sealed, weil es ist ab 16. Muss geschützt sein. Die neuen Food Wars, ich muss sie auch noch lesen. Kommen noch weitere Mangas, aber ich habe jetzt gerade, also beziehungsweise sind in der Bestellung. So, Games. Ich habe auch Games. Ja. Da kommen 2 Stück. Erstmal nur Bravely Default 2 für die Switch. Mein Bruder konnte nicht widerstehen. Da musste sich das zulegen. Und was wir gerade gemeinsam spielen, Resident Evil Village.
Wir sind noch nicht durch. Wir sind jetzt gerade bei Donner, sozusagen bei der zweiten Gräfin. Also macht richtig Spaß, macht Laune. So, ich stelle natürlich alles zu, geht nicht anders. So, mit was mache ich weiter? Ich habe noch ein paar, ich habe hier echte Highlights. Das macht echt Spaß, sich das anzugucken. Ja, fangen wir mal mit Comics an. Ja, ich habe zwei Comics neu. Und zwar, ja, komm, erstmal das erste. Action Force. Action Force ist ja die europäische Version von G.I. Joe. Da gab es 6 Comics. Eins hatte ich bereits, also ich hatte nur 1 von 6. Und jetzt habe ich zufällig 2 sehr, sehr günstig gefunden. Einmal die 4. Auch sehr schön. Hier ist auch das schöne Werbeartwork zu Action Force. Und das ist die Nummer 6, die finale Version. Schön. Mit Gastar Transformers, ja, Gastars, das ist echt lustig. Es ist, steht vorne drauf, aber es gibt nicht einen Comic mit den Transformers. Also abgesehen Gast auf dem Cover ist das wirklich, glaube ich, mehr Werbung. Es ist, witzig ist dabei eigentlich, die hier hinten die Transformers-Werbung, diese Transformers-Comics sind im Condor Verlag erschienen. Das ist auch Condor, aber unter dem Label Unimag. Naja. So soll es denn sein. Das kommt noch nicht. Das kommt später. So, jetzt habe ich hier eine schöne Kiste mit schönen Figuren. Und zwar geht es weiter mit Spielzeug. Wir hatten Lego. Was fehlt, wenn man Lego hat? Playmobil! Ja, Playmobil kommt auch. Und zwar das große... Ja, nicht Barbie-Haus und so weiter. Nein! Ich glaube, es war schon ein Ghostbusters-Set. Ist das nicht auch geil? Das ist so ein kleiner Koffer, glaube ich. Ja, genau, so ein Koffer, der sich dann in ein Büro von, wann war das denn noch? Wankman, von Wankman verwandelt. Also echt cool. Auch so das ganze Zubehör. Es ist echt genial. Es macht echt Spaß, sich diese Playmobil-Sachen anzuschauen. Also ich hätte das gern vor 20 Jahren gehabt, wo ich gespielt habe. Also ich meine jetzt wirklich die Spielzeit. Das macht am meisten Laune. Aber... ich habe da noch mehr Playmobil und selbst das hätte ich gerne in der Kindheit gehabt. So, jetzt wird leider hier alles verdeckt und man wird auch nachher nicht alles sehen können, wenn ich so ein Foto mache gemeinsam. Aber weiter geht's. So, womit fange ich denn an? Playmobil. Back to the Future. Ich meine, ist ja auch geil. Den DeLorean hatte ich schon und das Weihnachtsset, was mit dem Glockenturm und sehr viel Zubehör. Und jetzt gibt es Marty McFly's Wagen. Also echt cool. Oh, was steht da? Welcher Wiederwagen? Jedenfalls sein Pickup von 1985 mit Biff, wo er noch als Reiniger ist und mit Jennifer Parker. Marty natürlich, echt klasse. Hat sogar eine exklusive Trading Card dabei. Also echt, echt toll, was sie machen. Das ist also sehr nostalgisch. Gibt, wie gesagt, einiges. Man kann echt alles jetzt hier zustellen und es wird auch alles zugestellt. So, es gibt noch ein weiteres Set. Also ich habe... ist das nicht geil? Die Hovercraft-Szene von der Flucht, absolut kultig. Absolut kultig. Mit Doc Brown und Marty auf dem Hovercraft, mit Griffin. Absolut klasse. Klasse, klasse. Die ganzen Gags hier auch nochmal ein bisschen im Einzelnen, auch mit Trading Card. Super geiles Teil. Also, Back to the Future. Ja, stehst du da? Super. Ach, es geht einfach immer. Das ist so kultig. So, was mache ich jetzt als nächstes? Ja, ich fange an, ich habe noch 2 Sachen zu unboxen sogar und ich fange mit einer Transformers-Figur an. Eine kleine, die ich mir gekauft habe, aus der Kingdom-Reihe, ein Megatron. Absolut cool, das Artwork und die Figur, ja, ist halt kleiner als die anderen, aber ich fand, die sah so genial aus. So klasse, machte nur Spaß. Hier nochmal so ein Artwork, wie er als Panzer verwandelt wird. Ich bin ja sonst eher so ein klassischer G1, aber hier, ich mag ihn als Panzer eigentlich auch gar nicht. Aber so als Figur sieht er so G1-artig aus mit der Kanone und das ist einfach nur Hammer. Und deswegen muss das sein. Vor allen Dingen, das Witzige ist, vorne habt ihr ja auch so eine Panzerkanone natürlich. Die ist wie seine klassische Pistole aus G1, in der er sich verwandelt hat, aufgebaut. Also wirklich sehr, sehr klasse. So, kommt dahin. R2D2 ist fast verdeckt. So, fangen wir mit Unboxing weiter an. Ich habe noch hier 2 Kartons per Post bekommen. Ich habe sie mir extra aufgehoben. Und das machen wir dann mal auf.
live ohne Farbe, wie ich so sagte. Zwei Transformer sollten das sein. Ich hoffe, sie sind auch da drin und sie sind in dem Zustand, wie man sie sich vorstellt. So. Was habe ich hier drin? Eine Rechnung. Ja, den Preis habe ich bezahlt. Ist nicht viel, also die Figur, die hier drin ist, ist schon etwas älter, nicht. Es ist eine neuere Figur, aber sie ist schon ein bisschen später ausgekommen und ich habe jetzt, die hat mal 30 gekostet und die wurde runtergesetzt immer weiter und ja, musste ich dann haben und ich habe sie jetzt inklusive Versand für 15 Euro bekommen. Neu, nie genau neu, Roadbuster. Roadbuster, absolut kultige Figur. Ich habe noch die G1-Figur, aber als ich dann gesehen habe, dass die so günstig geworden ist, im Endeffekt nimmt man die Versandkosten weg, habe ich 11 Euro, 12 Euro bezahlt. Das ist für so eine große Figur, die mal 30 gekostet hat, echt geschenkt. Und die sieht auch sehr, sehr geil aus. Das Artwork ist echt Hammer. Und die Figur ist sehr, sehr G1-artig. Also deswegen musste sie sein. So, ein Unboxing gibt es noch. Also weiter geht es. Aufschneiden. Das Klebeband muss. So, sehr vorsichtig. Dann möchte ich ja nicht die Figur anschneiden oder was auch immer. So, ich hoffe, das ist natürlich eine Figur da drin, so wie ich mir sie vorgestellt habe. Ja, es war so gut verpackt, dass ich nicht mal richtig geschakert ist. Es gibt ja Verpackungsmaterial. Und hier ist sie. Auch noch in einer Tüte. Karton weg. Oh, das knallt. Eine Rechnung mit Klebeetikett, auch wieder wunderbar. Und da kommt sie. Ah. Wunderbar. RC. RC ist ein kultiger G1-Charakter. Ist nach Prinzessin Leia. Hier kann man es, hier erstmal auf der Rückseite, aber auch hier dieses coole Kingdom-Artwork. Ja, ist eine Hommage an Prinzessin Leia. Denn guckt ihr mal, oder guckt euch mal die am Kopf, ja, die Zuckerschnecken und wie auch immer man das sagen möchte, diese besondere Frisur, die sie in Neue Hoffnung in dem klassischen Krieg der Sterne, in dem ersten echten Star Wars sozusagen hatte und danach hat man sie modelliert. Das ist ja viele Jahre nicht aufgefallen, aber auch das Gesicht ist so ganz leicht nach Carrie Fisher, also absolut klasse. Ja, sie war nicht der erste weibliche Transformer in der G1-Reihe. Im Endeffekt ist sie von der ganzen Serie die vierte, glaube ich, gewesen. Es gab Optimus Primes große Liebe Elita One. Die hatte noch zwei Partnerinnen, die waren in einer Episode mal vor ihr gewesen. Aber im Endeffekt ist sie der erste weibliche Charakter gewesen, der wirklich, also Transformer-Charakter. Es gab noch eine weibliche menschliche Figur, die ab und zu Gastauftritt hatte, Cardi. Aber sie war der erste weibliche Transformer, der eine Dauerrolle hatte in der dritten Staffel von Transformers G1. Und ja, sie ist eigentlich nie als Figur erschienen. Es gab ein paar Prototypen, aber die sahen echt kacke aus. Und es gab inzwischen auch so ein paar Figurenauflagen, aber sie sahen auch nie wirklich toll aus. So, aber diese hier hat mir echt gut gefallen und ich zeige sie nochmal. Da kann man echt nichts gegen sagen. Die ist wirklich klasse. Nichts gegen sagen, was für ein Ausdruck. Sagen wir immer wieder. So, und ihr seht, es ist randvoll hier. Und eine Sache habe ich noch und auch ein echtes Highlight. Passend zu Games. Und zwar habe ich mir eine Tifa-Figur zum Final Fantasy VII Remake gekauft. Ja, richtig schönes Artwork. Auch hier auf der Rückseite tolle Artworks und das ist eine Playarts-Figur, wenn ich das richtig. Und so hier kann man aufklappen und da seht ihr sie. Ich hatte noch nicht ausgepackt, weil ich echt ehrlich gesagt, hier ein schönes Artwork. Momentan nicht weiß, wo ich sie hinstelle, weil ich habe keine freie Vitrine. Aber es ist ja geplant, spätestens 2 Jahren Umzug und dann soll alles anders aussehen. Bis dahin muss einiges, auch meine Transformers leider, erstmal ein bisschen zurückstecken. Ich werde sie zwar haben, aber ich kann sie leider nicht präsentieren. Auch meine ganzen G1s, wo ich jetzt ausgepackt habe, möchte ich viel mehr präsentieren. So, ihr seht, ein mega voller Tisch. Das war's mit Pickups. Ich danke euch, freue mich über Kommentare, über Likes, über ein Abo natürlich auf jeden Fall. Und schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Macht's gut!